Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich zeige euch gleich mal als allererstes, bevor wir mit dem Video anfangen, was wir Cooles für die Mädels gemacht haben. Die werden bald online kommen. Ich zeige euch mal, was hinten drauf ist. E36. Was sonst? Kommen wir aber jetzt zum Wesentlichen von dem Video. Wir haben ein neues Kagel-Video. Wir sind immer noch am Wörthersee, gerade in Maria Wörth. Und ich habe die Jule gefragt, ob sie uns mal ihren Audi vorstellen möchte. Und sie hat sich bereit erklärt. Und schauen wir mal hin. Da ist die Jule. Hi erstmal. Hallo. Das ist die Jule. Die kenne ich schon. Oh Gott, wie lange kennen wir uns jetzt? Oh Gott. 2016, glaube ich. Also. Ja, wir haben angefangen mit Fotos machen eigentlich. Mhm. Ich dachte, das war 2016. Ist ja. Das schon so lange her? Ja, das ist schon ein bisschen lange her. Und jetzt ist es schon hauptberuflich. Jule macht hier richtig, richtig geile Fotos. Vielleicht können wir da mal jetzt welche einblenden. Ansonsten erzähl mal den Jungs ein bisschen was zu dir. Zu mir? Zu dir. Ja, mein Name ist Julia Schäfer, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, wohne jetzt in Bayern und ziehe bald nach Münster. Ui. Ja. Einmal da, einmal da. Ja genau, einmal so quer durch die Republik, aber ich bin ja eh sehr viel unterwegs, also es geht schon. Ja, und hast du jetzt damit selbstständig gemacht? Ja, mit der Fotografie habe ich mich jetzt selbstständig gemacht, genau. Ich habe es jahrelang nebenberuflich gemacht. Ich habe eigentlich Automatisierungstechnik gelernt, auch ein bisschen untypisch. Der nächste Silberkopf-Reisende kommt gerade. Hallo. Und du fotografierst ja auch nur Autos, ja, hauptwiegend, also 90% Autos. Ja. Also wer geile Bilder von seinem Auto haben möchte, ich kann wirklich nur Daumen nach oben, wir machen gleich noch Bilder von meinem E6, da ist ja freue ich mich auch schon wieder. Aber ja. Du hast uns ein Schmuckstück mitgebracht. Ja, genau. Ja. Und es ist eine DTM Edition. Genau. Kannst du uns da mal ein bisschen aufklären? Ja, also das war eine besondere Ausstattungsvariante damals. Ist Baujahr 2006. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen wurden zu produzieren. Ich dachte Mitte 2005. Mhm. Genau. Und es war eine besondere Ausstattungslinie mit anderer Verspoilerung, also eine andere Stoßstange, andere Seitenteile, anderes Heck. Innenausstattung ist auch ein bisschen anders, sind sehr viele Carbonteile verbaut. Können wir die mal zeigen? Können wir mal zeigen? Wollen wir mal anfangen mit vorne, was erstmal anders genau, ist? Genau, genau, genau. Also, hatte ich nämlich vorhin schon mal gefragt, wie die genau. Ja, also die Stoßstange erstmal ist anders. Mhm. Genau, verwechseln aber sehr viele mit einer RS4 Stoßstange. Ja. Hätte ich jetzt am Anfang auch gedacht, ehrlich ja, gesagt. Ja, genau, genau. Ist aber wirklich extra für die DTM Edition gemacht worden. Und standardmäßig hat die auch dieses Carbon-Schwert. Also ich weiß es nicht, ob es standardmäßig mit dabei war oder ob man es dazu bestellen musste. Aber dieses Carbon-Schwert ist original von Audi. Ah, okay. Genau, das war schon mit dabei. Und die Kotflügel, genau. Sind die schon original dann auch bei der DTM? Nee, leider nicht. Aber die hast du dann nachträglich? Genau, das sind Mückelflügel. Ich glaube 3 cm sind das. Weil da ist ja schon ordentlich. Ja, die sind schon ordentlich breit. Ja, ja. Was ich halt ein bisschen schade finde bei der DTM Edition ist, dass die halt genau dieselbe Breite hat wie der normale A4. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, wenn der ein bisschen breiter gewesen ja, wäre. Dass es sich ein bisschen vielleicht abhebt. So, ja, genau, so RS4 mäßig, das wäre ganz cool gewesen. Mhm. Ja. Schauen wir uns fix mal noch das Heck an. Ja, genau. Genau, also als erstes, was ins Auge fällt, ist der Carbon-Spoiler hier hinten. Mhm. Das ist auch original von Audi. Und halt der Heckdiffusor mit den zwei Auspuffrohren. Der Diffusor ist auch original? Der Diffusor ist auch original, genau. Ah, okay. Ja. Hätte ich jetzt vielleicht auch mal gedacht, dass der vielleicht in Carbon dann noch ist, aber... Nee, das ist leider nicht in Carbon. Ich habe mal mit den Gedanken gespielt, ob ich den in Carbon laminieren lasse. Mhm. Weil der dann optisch auch noch zur Lippe und so? Ja, genau. Ich habe es bei jemandem gesehen an der DTM Edition, weil wir haben ja auch so unsere interne Gruppe mit den ganzen DTM-Fahrern. Wie viele gibt's da überhaupt? Insgesamt bei den DTM Editions. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister darüber. Also es sagen sehr viele 481 Stück. Mhm. Ich glaube aber, wenn 481 Stück, dann nur mit Quattro. Weil die gab es einmal mit Quattro und einmal ohne Quattro. Ich frage mich zwar bis heute, warum man so ein Auto ohne Quattro baut und anbietet. Und dann auch, das ist ein 2 Liter ist da drin, genau, oder? Ein 2 Liter TFSI. Hat wie viel? 220. Aber hätte man sich auch schon größere Motor dann noch, gerade in der DTM Edition hätten wir gerade so... Ja, genau, genau. Ich meine, damals
wie gesagt, 2000... Kannst du den Motor auch mal aufmachen? Der ist dreckig. Ist dreckig? Okay, dann gucken wir lieber nicht. Mach mal lieber zu. Damals, wie gesagt, 2005, 2006 in der DTM, war ich natürlich auch sehr großer Fan, deswegen bin ich auf die aufmerksam geworden, auf die DTM Edition damals. Ist ja auch schön. Ja, ist auch schön. Nee, aber die DTM-Autos, die hatten damals V8-Motoren drin. Mhm. Ja, und da würde schon. Ja, vor allen Dingen, weil der RS4 ist ja auch mit einem V8 gebaut worden. Und da denke ich mir so, warum denn dann nicht die DTM Edition? Man kann schon sehr viel draus machen. Eine Bekannte von mir, die Jackie, falls die Jackie jetzt das Video guckt, hallo Jackie, hey, Jackie. Liebe Grüße, die hat über 500 PS aus dem Motor rausbekommen. Die hat auch eine DTM Edition und die, ja. Krass. Ja, ist ordentlich. Bist du jetzt aber so zufrieden trotzdem? Ich will ein bisschen mehr haben. Wer will das nicht? Ja, also ein bisschen was will ich schon leistungsmäßig machen. Wenn ich so bei 300, 350 PS bin, dann wäre ich, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Hast du jetzt am Motor überhaupt irgendwas Downtype? Gar nichts. Ist. Nee. Okay. Ansonsten, was ist noch an der DTM eigentlich anders? Innenraum hat sie gesagt, ist noch genau, also das fällt hier auch sofort auf. Hier DTM, die Einstiegsleiste und dann die, ja, erstmal die Carbon Einleger, die sind alle bei der DTM Edition so schon in der Serie vorhanden. Also man sieht auch hier die ganzen Alcantara-Einlagen. Das ist auch alles standardmäßig original bei der DTM Edition. Und normalerweise wären da jetzt auch Recaro Teilledersitze, also Teil Alcantara-Sitze, so wären da mit drin. Das waren aber ziemlich große Sessel, die mir nicht gefallen haben optisch. Mhm. Und deswegen habe ich die dann innerhalb zwei Monate nach dem Kauf rausgeschmissen. Dafür habe ich sehr viele böse Kommentare von den anderen DTM-Fahrern bekommen. Ja. Deswegen habe ich mir halt jetzt die Recaro Pole Positions reingemacht, die halt sind mega bequem, bin ich gestern schon mitgefahren. Ich dachte echt, du sitzt auf einem normalen Sitz und du bist richtig schön fest drin und sitzt aber trotzdem bequem. Ja. Ist aber jetzt eingetragen oder? Okay. Ja, ist also eingetragen. Man kann sie eintragen, die haben eine ABE. Da steht auch drin, dass der Audi A4 eigentlich, also dass man das beim Audi A4 eintragen kann. Mhm. Mein Problem ist aber, die DTM Edition wird ja nicht von Audi gebaut, sondern von der Quattro GmbH. Ah, okay. Genau, und im Fahrzeugstein steht auch nicht drin, dass das ein Audi A4 8e ist, was die normalen A4 eigentlich als Kennzeichnung haben, sondern ein QB6, was eigentlich ein RS4 entspricht. Und in der ABE steht aber 8E drin und nicht QB6. Und deswegen hat der TÜV-Prüfer damals gesagt, ja, das kann ich Ihnen da leider nicht eintragen. Und dann bräuchte ich eine Bescheinigung von der Quattro GmbH, beziehungsweise Audi Sport heißt es ja jetzt. Dass halt wirklich die DTM Edition basierend auf an 8E ist. Die machen es auch noch komplett. Ja, machen sie. Die Konsolen hast du auch direkt zu den Sitzen mit dazu? Oder hast genau, du genau. Okay. Nee, doch, die habe ich separat gekauft. Also die Sitze habe ich privat gekauft gehabt. Da waren aber TT-Konsolen mit dabei. Die haben bestimmt nicht gepasst, oder? Nee, die passen nicht. Viele haben so das Problem, dass sie nicht gerade sitzen. Dann gerade bei E36 ist es auch schwierig, dann die Konsole auf dem Sitz mit einzustimmen, dass du wirklich gerade sitzt und nicht so schief zu Ja, also ich muss sagen, Fahrersitz passt super. Beifahrersitz ist, glaube ich, ein bisschen verschoben, glaube ich. Weil da habe ich... Ja, einmal habe ich gebraucht gekauft und das andere habe ich neu gekauft und ich habe gedacht, das ist es selber, aber doch, sie stehen schon ein bisschen anders, es fällt halt aber nicht auf, deswegen. Ich habe gerade schon Jule gefragt, was es mit der Unterschrift auf sich hat, ob das eventuell ein DTM-Fahrer war. Jule? Ist auch wirklich so. Ist der Matthias Ekström. Ja, ich habe es ja vorhin schon so erwähnt, ich bin halt wirklich sehr großer DTM-Fan gewesen. Oh. Ja, also seit zwei, drei Jahren, glaube ich, bin ich jetzt nicht mehr so richtig dahinter, weil mich das so ein bisschen nervt mit den ganzen Reglements. Weil früher war es wenigstens noch so gewesen, die hatten ein bisschen Kontakt gehabt und konnten halt wenigstens noch fahren. Und jetzt ist es so von wegen, der hat mich berührt, nee, du bekommst eine Strafe. Ja, und das nervt dann halt mit der Zeit, deswegen... Ist so. Ja, es ist wie so. Formel 1, ja, weil Formel 1 finde ich sowieso sau langweilig, weil da passiert ja wirklich nichts. Nee, das ist ja wirklich nicht. Nur stumpf hinterherfahren, ein bisschen überholen und das war's. Also
Da finde ich bei den Touristenfahrten auf dem Nürburgring ist mehr los. Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt dieses Jahr haben sie die 2.0 TFSI-Motoren eingeführt. Jetzt würde der Wagen auch passen. Jetzt wird er rein. Jetzt passt er rein. Ja, aber wie gesagt, bin ich nicht mehr so sehr dahinter. Aber ich habe es halt wirklich jahrelang verfolgt. Ich glaube, seit 2005 bis halt, ja, 2015, also 10 Jahre. Mhm, genau. Ja, und da ist der Matthias Exprim mitgefahren. Das war geil. Wirklich mein Lieblingsfahrer gewesen, weil der halt wirklich so ein bisschen auf Kontakt war. Ja. Also das war richtig so eine schöne Rennsau, sag mal. Oder wollen wir mal kurz zeigen? Ja, wir können es schon zeigen, aber es ist halt ein bisschen unordentlich. Ne? Ja, Fotografen haben halt sehr viel Zeug mit. Aber die Rückbank ist ja, die Rückbank ist draußen, ja. Genau, und mein Plan ist eigentlich, dass wir dann noch einen schönen Käfig haben. Nicht nur so einen Clubsportbügel, ja, den ja sehr viele fahren. Ich finde das irgendwie ein bisschen niedlich. Ne? Wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Aber nicht mit Schweißen, sondern... Nicht mit Schweißen, sondern mit Bohren. Ja, genau. Ja. Kommen wir mal dazu, was du selber jetzt noch am Auto verändert hast. Ja. Also wir müssen ja wieder beim Auto stehen, nicht? Das ja, ist wieder... genau, genau. Ja, was habe ich verändert? Also im Grunde genommen Felgen. Das sind 20 Zoll. Ja, genau, sind 20 Zoll, 8,5. Ja. ET40. SIM BBS CHR. Fährst du rund um dasselbe? Ja. Okay. Ja, genau. Mit 2,35er Reifen. Ja, genau. Jetzt, und dann... Das sieht aus wie Silber, ein bisschen grün. Das ist Champagner. Champagner. Champagner, matt, aber halt eher seidenmatt und nicht richtig matt. Das hat mir der Martin von Wheelworks gemacht. Mhm. Genau. Aber ich finde, passt gut zum Auto. Dein Fahrwerk hat ziemlich viel Restgewicht. Ja, ist ein gepfeffert Fahrwerk. Siehst du das, wenn du reinfilmst? Das sieht man, glaube ich, wirklich. Oh Gott, das ist so viel. Die Frage ist... Ach ja. Ja, ein bisschen. Ja? Bisschen sieht man. Das ist total peinlich, aber gut, ich meine, ich fahre ja eigentlich schon eine niedrige Höhe, ne? Das ist also, Gepfeffert-Fahrwerk, genau, KW. Das ist ein umgebaute KW-Fahrwerk, genau. Von Gepfeffert, dass die noch tiefer... So viel tief brauche ich ja nicht, weil der A4 B7 ist sowieso ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig zum Tieferlegen, weil man schleift sehr schnell mit der Mehrlenkerachse. Deswegen fahren halt sehr viele diesen Wagen auf Airwide. Hm. Genau. Und aber ja, die Höhe ist trotzdem... Angenehm, du bist trotzdem noch sportlich unterwegs, ja, und brauchst jetzt nicht immer darauf achten, wo jetzt... Was ich noch gemacht habe, ist halt sämtliche Gitter in Glanzschwarz gemacht. Mhm. Also ein Grill in Glanzschwarz. Die sind sonst alles matt, immer so matt-schwarz, oder? Also die Gitter, ja, die waren einfach nur Plastik. Ja. Genau, und bei dem Grill bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil es gibt nämlich auch... extra für die DTM Edition den Grill, und der ist halt schon geschwärzt, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da geschwärzt ist. Also, und was ich noch gemacht habe, ist die Scheinwerfer, die habe ich geöffnet und habe dann die Inlays alle schwarz lackiert. Sehr viele machen das noch, dass die noch hier diese ganzen Chromteile mit lackieren. Ist das zu dunkel, oder? Ja, es finde ich schon sehr dunkel, und ich finde, so schaut es halt aus, als ob es so von Audi gekommen wäre. Ja, schaut, und schaut schön aus, trotzdem das... Genau, das genau, genau. So, die Fragen von den Jungs an dich. Steuerkette schon gemacht? Hat der Vorbesitzer tatsächlich schon gemacht, und bisher habe ich noch keine Probleme mit gehabt. Okay. Ja. Wie bist du zu dem Auto gekommen? Die DTM Edition sieht man ja nicht so oft. Das stimmt. Wie gesagt, DTM-Fan gewesen, und ich glaube, die hatten damals den Wagen ausgestellt gehabt bei ihrem Audi-Stand. Da habe ich den zum ersten Mal gesehen und habe ich mich eigentlich direkt drin verliebt gehabt. Und dann gleich mitgenommen. Ja, genau. Naja, nicht gleich mitgenommen. Ich habe halt ein bisschen gespart. Also seit der Ausbildung habe ich eigentlich gesagt, ich will den Wagen haben, und dann 2016 habe ich mir den dann geholt, ja. Ja. Schraubt die süße Jule selber. Dankeschön. Das, was ich kann, schraub ich selber. Ja. Das ist dann wie bei mir ungefähr. Ja, also so kleine Sachen. Ich habe jetzt das Wischergestänge habe ich mal gewechselt, oder halt die Front abnehmen, um die Scheinwerfer rauszubauen, oder halt die Heckleuchten ausbauen. So kleine Sachen, das kann ich alles selber machen, das mache ich auch. Aber so große Sachen wie irgendwas am Motor oder... Bremsen zum Beispiel finde ich auch ein heikles Thema. Also wenn jemand daneben steht und sagt, das und das musst du machen, ja, das musst du beachten, dann klappt das auch. Aber ansonsten
das, was ich kann, wie gesagt, das mache ich auch selber. Ja. Ja. Heirate mich, da... Heißt Jule echt Jule oder Julia? Eigentlich Julia. Eigentlich ja. Julia, ja. Aber... Jule ist angenehmer, finde ich. Was bedeutet Tuning für dich? Was bedeutet Tuning für mich? Boah, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich finde immer so, wenn man sein Auto so individuell, wie man es selber halt gestalten möchte, das heißt so irgendwie so. Also für mich so. Ja. Wenn du deine individuelle Kreativität einbringst. Genau, genau. Wenn du praktisch das Auto wirklich so tunst, wie es dir gefällt und halt auch wirklich deine persönliche Note mit einbringst und halt nicht nur einfach nur Felgen, Fahrwerk, fertig, sondern halt auch wirklich so ein paar Sachen, bisschen Details und sowas, so Detailverliebtheit. Gut, so viele Details habe ich jetzt nun auch nicht, ne? Ich kann groß tönen. Ja, aber das macht für mich Tuning aus und ich feiere solche Projekte. Bekommen wir eine Kostprobe vom Sound? Ja, gleich, weil wir starten nämlich gleich in Carpong. Der ist aber nicht besonders. Das war's mit den Fragen, weil die letzte wollen wir ja nicht vom Dorian beantworten. Danke, Dorian, für die Frage. Da war das. Wenn nicht, machen wir so ein Bild drüber. Ja, genau. So ein Smiley. Ansonsten machen wir jetzt unsere Fahraufnahmen noch mit der Jule. Machen unseren Carpool und dann würde ich mich von dir schon verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du dein Auto uns gezeigt hast und vorgestellt hast. Ja, ich danke dir, dass da Interesse dran war. Gerne. Immer doch. Weil ganz ehrlich, so besonders ist er jetzt noch nicht. Ja, aber wir suchen immer händeringend Mädels, die Bock haben, ihr Auto vorzustellen, weil viele trauen sich immer nicht vor die Kamera. Also, Jungs oder Mädels, schreibt mir einfach eine Mail oder schreibt mir bei Instagram. Gerne kommen vor die Kamera, warum nicht? Macht doch Spaß. Es ist auch halb so schlimm. Ja. Ich war sehr aufgeregt davor, aber ist gar nicht so schlimm. Ansonsten würde ich sagen, wieder fleißig, Daumen hoch, Daumen runter, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!